Wenn du von der Blick in deren Rapper namens Frank stehst im Sensei für Deutschrap, sowas wie Raptor in einem Bentley. Folgen tosende Gewitter, Stimme lyrischer Natur vom Allvater, der Jünger wie Mr. Wednesday. Das ist Red Games und dass der apokalyptische Reiter Frankie dabei ist, ist selbstverständlich. Zeige bei deiner Exekution leider keinerlei Emotionen und mittlerweile ist Mittag unzulänglich. Hier kommt der Rapper mit dem unerschöpflichen Wortschatz. Zur Mitternacht durch deine Boxen rein bis dein Ohr platzt. Keine Bullen, keine Richter, keine Staatsanwälte können mich stoppen, meine Passflächen decken wie Napalm Rhythm. Frankie macht jetzt keine neuen Features mehr, denn die Texte ideologischer als ein Bibelvers. Doppeloptik, als wenn ich bei FEMA wäre. Autotune ist langsam aus der Mode, so wie Feelaware. Hillbilly Style, Pickup so wie Schrot, finde meine neue Definition von Big City Life. Immer mehr Rappers bei der Polizei die Konsequenz dafür, dass man wirklich alles gibt für den Hype. Zur Kapitulation bin ich noch lange nicht bereit. Die Verse ballern weiter von anderer Fenstergeschwindigkeit. Ich mache marginal weiter und Pfeiler meiner Dichten, bis der Meilenstein meines Namens hoch in den Himmel reicht. Gegenrede. Auch wenn ich damit nicht besonders weit komme, ist das Wissen in meinem Kopf eine Zeitbombe. Und würde ich regelmäßig Lines droppen, würdet ihr bei einem Double Time von mir augenscheinlich die Zeit stoppen. Bin dann mal weg, mach schon mal was Interessanteres. Etwas ist kranker und anders als das der anderen. Ist körperlich harmlos, das seelische Wandert durch wie Cannabis. Radikales Gelaber, was für mich Standard ist. Ein bisschen Testo macht dich nicht so ein bisschen Blutspender. Nein, bestenfalls ein Blutspender. Nur fürs Protokoll, das wäre so, als würde man behaupten, dieser Jan Böhmermann sei kein Tipp vom Moderator, sondern Zuhälter. Frank the Ripper am Flow und so wie eine Tomcat. Auseinandersetzungen Ende wie Mortal Kombat. Zerfetze ich die Enemies in Battles und plätte der komplette Team ohne wegzuziehen. Deine Verses sind nicht wirklich taktvoller, deshalb sind sie effektiv wertvoller als ein Sack Pommes. Ja, so eine Kacke. Ich schau die Kuli nur an und der beginnt zitternd zu schreiben, als wär ich Chuck Norris.